Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatica 2 Expert Skyblock. Wie ihr seht, hat sich hier ein bisschen was verändert. Wir haben nämlich gestreamt und ich möchte euch mal zeigen, was wir da gebaut haben. Unter anderem haben wir diesen Elite Crafting Table hier automatisiert mit diesen Ingots, mit diesen Crystal Tine Ingots. Und damit seht ihr auch schon, wir müssen für jedes Rezept einen eigenen Extended Crafting Table machen. Oh mein Gott, das wird fürchterlich. Dann haben wir hier die Ender Crafter, die früher die QEDs waren. Und da ist dasselbe. Da haben wir einmal einen Ender Star und ein Enhanced Ender Ingot. Und auch die brauchen jeweils einen eigenen Crafter. Und mit diesem Automation Interface hier kann man die wunderbar automatisieren. Genau, das haben wir im Stream gemacht. Außerdem haben wir noch hier hinten die Anlage für den Void Ore Miner fertig gemacht. Mit dem Ultimate Furnace, denn für den haben wir das Ganze da vorne gebraucht. Ne? Ihr wisst ja, das war eins unserer Ziele. Und ich möchte euch mal ganz kurz erklären, für die, die nicht im Stream waren, wie das Ganze funktioniert. Der Miner meint, wer hätte es gedacht, und packt das hier in die Dia Chest. Wie man sieht, die ist hart an der Grenze, aber unsere Anlage schafft noch alles weg. So, dann sind hier zwei Extract-Conduits mit 15 Speed-Upgrades und das geht hier runter. So, mit Prio 0 geht das hier über diesen Advanced-Item-Filter, gehen diese Ores, Gold und Platinum-Ingots hier über das Interface direkt in dem E-System. Gleichzeitig geht hier Kohle raus, wird hier nochmal über den Filter geleitet und geht direkt in den Ultimate Furnace rein. Dann geht mit Priorität 1, das heißt mit einer höheren Priorität als da, ist zwar eigentlich egal, weil hier ein Filter drin ist, aber trotzdem, geht hier alles in die entsprechenden Black Hole Units. Das ist halt, gilt halt vor allem Solitarit, Crystal, Erodium, Kryonite, Palladium und so weiter. Und die anderen Sachen, die ihr hier seht, zum Beispiel 31.000 Nether Quartz, Emerald, Dimensional Shards und so weiter, die kommen von dem hier. Der bekommt nämlich mit Prio 0. Alles, was hier nicht reinpasst, geht dann, und auch hier nicht reinpasst, geht dann hier rein und wird hier zerschreddert, wobei hier auch nochmal ein Filter ist, damit das wirklich alles passt. Und wird dann hier zerschreddert, ihr seht, Nether Quartz und Sulfur, und das geht dann von hier darüber und wird hier eingelagert, Sulfur, Netherquarz. Die Sachen, die geschmolzen werden müssen, gehen dann hier oben rein. Da ist Prio minus 1. Das bedeutet, es geht erstmal da rein, mit Prio 1 sogar. Und wenn es geschmolzen werden muss, also wenn es nicht hier rein kann, dann geht es hier zur Schmelze. Der schmilzt alles zusammen mit der Kohle, die hier reinkommt. Und das geht bei Kanal Blau raus. Das geht dann hier, Draconium-Ingot. Ihr seht, wir haben 5000 Draconium mittlerweile schon in ein paar Stunden. In 2 Stunden oder so, glaube ich, lief das insgesamt mit dem Stream. Und das, da kommt ganz gut was zusammen. Certus Quartz Dust, Certus Quartz Crystal, geht alles hier rein. Bis auf ein paar Sachen, und zwar Gold-Ingots und Platin-Ingots. Denn das sind Nebenprodukte. Also Gold ist ein Nebenprodukt von einem Ohr und Platin ist ja direkt vom Platin. Und da haben wir ja schon eine Deep Storage Unit hier vorne. Deshalb macht es natürlich keinen Sinn, das hier nochmal einzulagern. Deshalb geht das hier rein und gleich wieder raus, aber auf dem grünen Channel. Also diese Box ist eigentlich nur ein Channel-Converter von blau auf grün. Und dadurch geht es dann hier rein. Und hier, oh, hier rein. Und hier ist dann auch ein in dem Filter eben Gold und Platinum freigegeben. Das heißt, es geht dann wieder zurück. Ja, und so funktioniert die ganze Anlage. Und mit einem Max Upgrade Pulverizer und einem Ultimate Furnace können wir hier komplett die Erze, die wir kriegen, verarbeiten. Das funktioniert relativ gut. Also von dem her. Und der Energieverbrauch, den können wir auch mal kurz checken. Den habe ich jetzt noch gar nicht gecheckt, aber ich schätze mal so eine 500.000 F pro Tick. Ja, genau. Also wir sind ungefähr für unsere ganze Base bei 500.000 RF pro Tick. Genau. Ach ja, und eine Kleinigkeit noch. Wir haben hier die Energy Cell gegen eine Dense Energy Cell ausgetauscht, weil das System hier wieder ausgefallen ist, weil wir festgestellt haben, dass das Backbone-System aktuell 23.000 RF pro Tick verbraucht, während das
Main-System nur 7000 verbraucht. Naja, gut. Ja, soweit zu den Sachen, die wir im Stream gemacht haben. Jetzt geht's um das, was wir heute hier machen wollen. Und zwar, wir haben diese Draconic Cores hier automatisiert. Aber wenn wir da jetzt mal 10 Stück von bestellen wollen, dann werden wir ganz schnell feststellen, oh, da fehlt ja was. Und wenn wir davon 100 bestellen wollen, dann sehen wir es noch besser. Eye of Ender und Draconium Dust. Das sind einfache Rezepte. Eye of Ender können wir automatisieren. Passt. Und ein Processing Pattern. Draconium Dust. Und zwar machen wir das in einem Pulverizer. Einfach hier, zack. Denn wir haben im Stream mal geschaut, was effizienter ist. Und es ist tatsächlich effizienter, erstmal den Dust zu Ingots zu schmelzen und nur bei Bedarf wieder zurück zu Dust zu machen. Das funktioniert besser. So, und hier sind die Pulverizer. Und hier können wir den... Doch, er hat schon reingelegt. Ich dachte gerade, hä? Hier können wir den Draconic Dust reinmachen. Und dann in die... Molecular Assembler können wir irgendwann da auch die Dinger reinlegen. So, Draconic Core. Aber das waren halt jetzt die einfachen Sachen, ne? Jetzt wird es komplizierter. Rhodochrosit. Calciumsulfat, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diese fürchterliche Maschine. Und Pure Netherquarz Crystal und Plutonium und Lithium-Ore. Ja. Lithium-Ore können wir eventuell uns sparen, denn wir haben hier Lithium-Ingots. Mit denen sollte das eigentlich klappen. Das müssen wir uns mal genauer anschauen, auf jeden Fall. Plutonium, warum haben wir Plutonium nicht? Wir haben Plutonium im Autocrafting. Aber keine Ingots, alles klar. Weil wir können nur Blöcke machen. Gut, das ist ein leichtes Rezept. Das ist ein sehr leichtes Rezept. So, Molecular Assembler und einfach den nächsten freien Slot nehmen. Weil ich wollte gerade sagen, das haben wir doch automatisiert. So, gut. Plutonium, check. Dann dieses schauen wir nochmal. Draconic Core. So, genau. Aber Plutonium sollte jetzt auch erledigt sein. Genau, 10 davon passt. Palace Crystals. Stimmt, haben wir auch noch nicht. Hier. Rhodochrosit. Oh doch, Rosita, da ist es. Das hier brauchen wir. Und das hier ist, indem wir einen Rubin in den Atomic Reconstructor werfen. Und das passt relativ gut, denn Palis wird da drin auch gemacht. Das heißt, es wird Zeit, endlich mal den Atomic Reconstructor zu automatisieren. Atomic Reconstructor. Und da würde ich sogar vielleicht für jedes Rezept einen eigenen, ja, zumindest ein bisschen aufteilen würde ich, ein bisschen aufteilen. Hier sind so die Ender-IO-Maschinen, die können auch gerne bleiben. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach eine neue Reihe an. So. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr Abstand. Wegen dem Vakuumhopper, der dann hinkommt. So, dann nehmen wir hierfür einfach mal Kopperblöcke. Warum nicht mal mit Kopperblöcken bauen? Können wir die vielleicht sogar chiseln, damit sie noch ein bisschen schöner aussehen oder damit sie überhaupt schön aussehen? Tatsache. Ah, da sehen wir auch, wie eine Wand aussieht. Okay, das oxidierte Kopper sieht natürlich schon ganz nett aus. Oh, das Mechanism, die Blöcke finde ich ganz gut. Oh, die finde ich gut. Ja, ich glaube, die finde ich ganz gut. Die passen hier ganz gut hin.
Einfach mal ein bisschen, ne? Ich meine, wir haben es ja. Wir haben es ja. So, zack, 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 zack. Ist das überhaupt sinnvoll, so wie ich das hier mache? Nee, ne? Ist überhaupt nicht sinnvoll. Warum mache ich das so? Kann man jetzt mal einer erzählen, warum ich das so mache? Wir müssen das anders machen. Doch nicht so viel Abstand. Denn es bringt überhaupt nichts an, dass daneben liegt. Es muss genau hier so liegen. Also, genau hier in diesem einen Block. Ich glaube, es geht auch, wenn hier ist, aber es muss ja getriggert werden und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Das heißt, wir haben hier die Atomic Reconstructor. Darüber machen wir dann am besten Glas oder so. Die brauchen auch noch Energie. Das heißt, wir können mal hier und da anschließen. Und dann mit Ender Energy Conduits. Na? Oh, ein Java-Lag. Ein zweites Java-Lag. Ja, was ist denn da heute los? Ach nee, es ist das erste. Also wir hatten im Stream 1, aber dann ist das Spiel abgestürzt. Von dem her ist es jetzt... Wow, das Stunden später. Krass. 3 Stunden später ein Java-Lag ist natürlich auch... Aber immer, wenn ich das ME-Terminal aufmache, das ist schon lustig. Es liegt wahrscheinlich irgendwie am ME-Terminal, aber egal. Ender Energy Conduits. So. Wobei Energy Kryo. Warum nicht gleich direkt mit den Kryo-Kabeln dran? Weil die verbrauchen für manche Sachen ja schon relativ viel Strom. Ich glaube, das lohnt sich. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal und probieren es aus. So. Und ich meine, wir haben ja genug Kryo-Kabel. So. Ui. Okay, die sind auf jeden Fall instant wieder voll. Das ist gut. Genau das ist mein Plan. Redstone Mode. Hold a Redstone Torch to toggle. Redstone Torch to toggle. Das ist ja fürchterlich, das Geräusch. Pulse. Deactivation. Pulse. Okay. So, dann eine Runde schlafen. Flup. So. Ja, was ist jetzt am sinnigsten, ne? Doch am besten ist es wahrscheinlich tatsächlich, wenn wir es auf Deactivation stellen. Aber erstmal auf Pulse, weil mich sonst das Geräusch aufregt. Dann brauchen wir Interfaces. 2 Stück. Dann brauchen wir Vakuum-Chests. Dafür fehlen Kisten und Pulsating Crystal, okay. Chests. Und Pulsating Crystal. Okay, 30, vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber egal. Vakuum. Oder wir machen wirklich für jedes Rezept was Eigenes. Mal gucken. Dann kommen die hier hin am besten. Wobei. Nö. Die müssen gar nicht hier hin. Die eine hat die Hände draufgesaugt. Gut. So, die kommen da hin. Und dann nehmen wir uns einen Block. Irgendeinen. Erstmal Stein. Ist ja egal. Und dann brauchen wir eine Open Crate. Und wir haben sogar noch 2. Perfekt. So, und die machen wir dahin. So, und jetzt kommen die hier wieder weg. Und da kommen jetzt Interfaces hin. So, und die Interfaces importieren jetzt Items in die Open Crates.
Die haben hier eine Range von 2 maximal. Grundsätzlich ist es ja auch egal, welche von beiden einsammelt. Man könnte auch eine in die Mitte machen. Aber erstmal nicht. Ich habe gerade überlegt, ob das sinnvoll ist, aber vielleicht haben wir dann Rezepte, die irgendwie aufeinander aufbauen und so. Dann haben wir das? Haben wir das? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, wisst ihr was? Wir machen das sogar so. Wir bauen eine einfach hier in die Mitte. Aha. So, Copper. Ja. Noch mehr Copperblöcke, die wir chiseln können. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das am Ende aussieht, aber könnte okay sein. So, und dann da noch einer und dann da noch einer. Und dann nehmen wir Glas. Hier zum Beispiel Dark Clear Glass. Nee, dunkel muss es nicht sein. Reaktorglas, Quarzglas. Hier einfach mal Quarzglas. Das ist ein bisschen hübscher von der Durchsichtigkeit her. So, und hier kommt aber ein Loch rein. So. Und da kommen dann Item-Conduits dran. Item-Conduits. Die dann quasi von hier die Sachen raussaugen und ja im Prinzip in den hier reinpacken. Insert, Extract, Always Active. Genau. So. Ah, Moment. Nee, das ist hier doof, wenn das so ist. Merke ich gerade. Es müsste eigentlich sogar so sein. Können wir eine Fassade so anmalen? Facade. Schauen wir mal. Jawohl. Das ist gut. So, dann können wir nämlich hier einfach die Fassade dran machen. Und schon passt das. Ja, ja. So. Dann brauchen wir Level-Emitter. Nicht Fluid, sondern ganz normale Level-Emitter. Als ob wir keine Redstone-Torches haben, ne? Ist ja fürchterlich. Also Level-Emitter. Und die kommen jetzt da dran. Und dann brauchen wir eben noch Smart Cable. Da können wir mal hier die roten zum Beispiel nehmen. Oder gut, die ganze Anlage ist orange. Machen wir mal orange. Normales Smart Cable. Oh, orange hier. So. Ich denke, ihr wisst jetzt eh schon, was ich hier vorhab. So. Ach was. Ha! Das habe ich gar nicht mal gecheckt. Das ist ja auch sehr optimal, dass der auch orange ist. Lul. Das sieht jetzt irgendwie dumm aus, weil ihr alle gesehen habt, dass das auch orange ist. Aber das war jetzt wirklich Zufall. So. Ah, wartet. So geht das gar nicht, ne? Weil ich will eine Crafting-Card haben. Und dann kann ich halt hier die reinlegen und sage Emmet Redstone While Items Crafting oder Emmet Redstone to Craft Item. Aber dann macht die das halt nur einmal. Und ich will ja eigentlich genau das Gegenteil. Ah, nee, das ist nicht so optimal. Tatsächlich.
Das ist gar nicht mal so gut. Ja, da muss auf jeden Fall auch noch ein Filter rein, das ist klar. Jetzt wartet mal. Das ist gar nicht mal so gut. So. Wir müssen das anders machen. So. Aha. Aha. Ja. Ja, dann daher. Boah, dieses Geräusch, es macht mich fertig. Orange. Wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. So. Und jetzt Inverter. Nee. Invert. ME Inverted Toggle Bus? Nee. Redstone. Gibt's hier keinen Inverter? Also wir können uns natürlich einen aus dem Cobblestone machen, aber gibt's das nicht? Fertig? Phantom Redstone Face? Nee. Ah, wartet, hier. Redstone Filter Base. Wie ist denn das, wenn ich das hier hin mache? Theoretisch dürfte das hier den Block hier nicht powern, ne? Ja, genau, der macht immer noch seinen Scheiß. Okay. Gut, und dann ein Redstone Conduit. Und dann Filter. So, und dann nehmen wir einfach einen Redstone Not Filter, oder? Genau, einen Redstone Not Filter. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist jetzt auf Deactivation. So. Input. Rot. Und nee, Output. Rot. Und es gibt jetzt ein Signal ab. Und das heißt, der müsste jetzt aus sein. Ja, der noch nicht. Aber es hier auch mal. Wir sind jetzt auf beide auf Deactivation, ne? Ja. So, jetzt müssen wir hier irgendwie so an die Kante dran, genau. Und auch da Output Red. Wir können auch Strong Signal machen zur Sicherheit. So, ist eigentlich nicht erforderlich, aber jetzt sind die aus, obwohl sie jetzt nicht aus sein sollten. Denn wenn wir jetzt hier Crafting Cards reinlegen, dann sind die wieder an. Und deshalb brauchen wir hier dann so einen Not-Filter. Okay, das muss dann hier rein. Und dann brauchen wir noch einen zweiten Not-Filter. Filter Base. Machen wir ein paar mehr. Die sind ganz gut. Und dann so einen Not-Filter. Und dann sagen wir auch dem. Pass auf, mach genau das Gegenteil. Vom Plan. So wie die Deutsche Bahn. Genau, und jetzt ist aus. Perfekt. So, und jetzt können wir mal zwei Sachen schon mal automatisieren. Das sind einmal dieses, dieses und einmal Palis, was aus Lapis und na? Hergestellt wird. Und das hier wird hergestellt aus Ruby. Ruby. Genau. Und wir sagen dem hier, pass auf. Emit Redstone to craft item.
While Items Crafting. Ja, doch, ich glaube, while item is crafting. Weil to craft item legt ja ein Rezept an, das dann sagt, das Item wird dadurch, dass, also das hier sagt quasi, das Item wird nur durch das Redstone-Signal alleine gecraftet. Das ist ja falsch. Wir wollen nur gucken und sagen, während es gecraftet wird, mach bitte. Und da machen wir Rhodium rein. Und hier machen wir Palis rein. So. Und jetzt brauchen wir Crafting-Rezepte oder Processing-Pattern. Und dann sagen wir, pass auf, ein Ruby wird zu einem von denen und ein Lapis wird zu einem Palis. So, und nee, wir brauchen noch was. Wir brauchen noch das Palis nochmal und das Rhodarosit, irgendwas, keine Ahnung. Und einen Filter. Einen ganz normalen Basic-Item-Filter. Und dem sagen wir, pass auf, nur die beiden Sachen willst du haben, sonst nicht. So. Dann gehen wir hier zu der Vakuum-Chest und legen das da rein. Und dann können wir hier die Range auch nochmal auf 3 erhöhen zur Sicherheit. So, und jetzt können wir hier gucken, das hier war für den. Das heißt, hier kommt das Rezept rein und hier kommt dann das Rezept rein. Und wenn wir jetzt sagen, ich hätte gerne Palis, so 20 Stück, dann wirft er das alles hier rein und fertig. Jetzt ist das hier drin, Extract Always Active. Extract always active. Insert. Hä? Always active. Okay, die Range ist ein bisschen zu weit eingestellt. Theoretisch reicht also sogar 1, wenn ich das richtig sehe. Ja. Aber das ändert ja nichts. Hä? Das ist da drin. Aber. Hä? Ho. 20. Da ist noch einer übrig. Der müsste jetzt auch noch gelasert werden. Genau. Okay, also das funktioniert schon. So, jetzt mache ich die Filter raus. Jetzt müsste das andere Ding hier noch raussaugen. Ja. Okay. Aber warum wird das von diesem Item-Conduit da nicht... Hä? Extract green always active. Wir können mal hier extract red und insert red machen, aber es wird wahrscheinlich nichts ändern. Wieso kriegen wir das da nicht mehr raus? Ich kann es mal per Hand reinwerfen kurz, damit Ruhe ist. Ja, also beides sind das gleiche, ist erstmal egal. Und dann sagt er, yo, habt erfolgreich gemacht. Die Dinger gehen aus und die werden deaktiviert. Okay, also grundsätzlich funktioniert. Nur aus irgendeinem Grund. Redstone Mode, always active. Always active. Es kann auch kein Redstone-Signal irgendwie was verunstalten. Warum? Nee, ernsthaft. Warum?
Ne, unser System ist, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn unser System voll gewesen wäre, weil wir haben es ja eher sogar geleert. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wir haben ganz schön viel davon. Läuft das eigentlich noch? Ah doch, das läuft sogar noch. Cool. Gut. Ja, das verstehe ich jetzt wirklich nicht, ne? Ich kann doch da Items reinpumpen. Wir können mal einmal kurz das Interface neu setzen. So, jetzt können wir mal warten. Es ist jetzt nicht ausgerichtet mit dem Pfeil. Nicht, dass er irgendwie sagt, so, ja, wenn da keine Ausrichtung da ist, dann mache ich das nicht. Ein Channel aktiv. Da ist immer noch was drin. Checkt ihr das? Nee, das ist völlig egal. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich das hier mache. Ist das ein Bug? Extract always active. Also aus irgendeinem Grund scheint die Vakuum-Chest das nicht abzupumpen. Weil sonst funktioniert es perfekt. Sonst funktioniert es perfekt. Und wir können es hier quasi ewig erweitern. Also solange wir noch Channel haben. Was nicht so ewig ist, weil... Aber wir können es auch so noch erweitern. Vielleicht, eventuell. Ja, gut. Ja, es geht schon. Also wir können es zumindest hier erweitern. Aber das hier, warum das nicht funktioniert? Mal zum Test mal kurz eine Chest hier hinmachen. Ja, das ist doof so. Hier eine Chest hinmachen und dann Item Conduit. Ne, extrahiert hier nicht. Er kann das irgendwie nicht aus dieser Vakuum-Chest rausholen, das Zeug. Okay, setzen wir mal die Vakuum-Chest neu. Das ist ja nur, was er aufsaugt. Hey, dieses Setup hatte ich da schon 100 Mal irgendwo. Ja, das liegt nicht am Interface. Er kann es generell irgendwie nicht transportieren. Also stelle ich mich gerade saublöd an oder ist das hier irgendwie ein Bug oder was? Also ich habe jetzt gerade nicht so die Ahnung, was das sein könnte. Redstone Mode always active. Active ist Signal, ist aus Signal, never active, always active. Extract always active. Four items per operation. Ich habe keinen Plan. Also falls ihr eine Idee habt, woran das liegen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, warum das hier nicht funktioniert. Komisch. Wir können eine Sache hier zum Test einfach reinlegen, so ein Conduit. Aber macht er nicht. Und es liegt nicht daran, weil in der Kiste geht es ja offenbar auch nicht. Ganz, ganz komisch. Na gut, aber ich würde sagen, das war es dann soweit für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.